Das Einzige, was Kunst verlässlich herstellt, ist die Resonanz zwischen Produzent und Rezipient. Sie wurde zum Objekt in der Ausstellung Resonanzkörper, die im Schloss Ulmerfeld eröffnet wurde. Es war der richtige Weg, es war das richtige Thema. Ich glaube, auch die Künstler, die noch Lebenden, weil die meisten sind hier aus dem 19. Jahrhundertbereich, sind auch sehr zufrieden und fühlen sich in ihrer Arbeit jetzt vielleicht noch ein bisschen besser verstanden. Bei dieser Ausstellung haben wir sehr namhafte Künstler bei uns, das freut mich natürlich besonders. Es sind sehr wertvolle Künstler bei uns, aber im Großen und Ganzen, egal wer das ist, ich freue mich über jede Ausstellung und über jedes Bild und es passt alles einfach zum Ambiente des Schlosses. Und ich glaube, das macht die Ausstellung auch wirklich aus, dass einfach eine große Vielfalt da ist, wie es auch der Dr. Karl Isiger gesagt hat, die alten Werke in ihrer Wirkung und die jungen Werke in ihrer Aussage und auch in der Modernität. Und das ist schon eine ganz besondere Spannung, die ich heute hier erlebe. Wenn man heute durchgeht, ist es ein ganz besonderes Spannungsfeld. Es gibt ganz unterschiedliche Techniken, es gibt unterschiedlichste Objekte. Und das macht es, glaube ich, gerade jetzt auch so interessant, sich mit den einzelnen Dingen auch auseinanderzusetzen. Zu sehen sind Werke einer großen Anzahl an Künstlern, von Eduard Angelieb über Gunter Damisch bis hin zu Herbert Unterberger. Habe hier zwei Skulpturen ausgestellt aus Serpentinit. Das ist ein sehr harter Stein und ist anders wie der Serpentinit im Bernstein. Der Stein im Bernstein ist weich und die haben das Dauern. Serpentinit ist sehr hart und ich habe sehr gerne harte Steine. Aus dem Arbeiten heraus entstehen neue Dinge, aus der Auseinandersetzung. Und ich bin eigentlich so orientiert, dass ich mich zwar freue, dass es fertig ist, dann stehe ich auf die Seite und ich bin schon beim Nächsten eigentlich. Natürlich, ja, man muss Kraft einsetzen und Energie, damit etwas herauskommt, damit etwas entsteht. Ich würde sagen, ich bin so wie viele Künstler, ich liebe es, mich fallen zu lassen, um den nächsten Moment umso schneller aufzustellen. Das ist kein leeres Gerede, was ich jetzt sage, man muss mit den Steinen sprechen. Und dann kommt etwas raus. Und je länger, als man braucht, umso besser ist es. Alles, was schnell geht, ist für mich verdächtig. Eine gute Arbeit braucht Zeit, das ist ganz wichtig. Die Resonanz, auf die wir beim Anblick des Kunstwerks warten, ist die Quintessenz des Kunstbegehrens. Der Ort, an dem Kunst stattfindet, trägt das Handwerk von Leinwand und Farbe. Ein Schloss ist für mich eigentlich immer der schönste Ausstellungsort, weil es nichts Improvisiertes hat. Man hat ja der Kunst schon sehr viel zugedacht. Es finden auch Ausstellungen in Zelten statt, bei diversen Kunstmessen. Prinzipiell darf man ja gegen nichts sprechen, weil die Kunst in so einem verdrängten Bereich ist, weil es so viele andere Sorgen gibt, die ja wirklich tatsächlich auch gravierender sind und lauter schreien können. Aber grundsätzlich ein Schloss ist ein Traum wie ein Palais, durchaus ebenbürtig, das eine wie das andere. Also ich muss sehr glücklich und dankbar sein, dass das bis 15. Oktober noch zu sehen ist für ein Publikum. Ergänzende Informationen zur Ausstellung vermitteln Audioguides, die den Besuchern vor Ort zur Verfügung stehen. Der Audioguide zur Ausstellung findet sich auch gratis im Webstore der Amstetten-App.